Leute, und kommt zurück zu einer Welle von Forza Horizon. Und ja, erinnere ich gerade an die letzte Meisterschaft, die wir gefangen haben. Das war grob diese hier. Und ich wollte das Rennen, das wir in dem letzten Video gefahren haben, nochmal fahren und habe überlegt, das Auto zu nehmen. Aber dann dachte ich, guck mir mal den Flyer an. Und was sah ich da? 25 Runden. Und dachte ich, okay, scheiße, wir nehmen mal den. Um einfach mal zu gucken, wie 25 zu fahren geht. Können wir alles mit denen machen? Läuft doch echt gut eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie weit dann 25 Runden kommen. Oder ein bisschen was Schnelleres. Es regnet gerade. Ich weiß gar nicht, wie da das Wetter dann ist. Aber wir haben sehr viele Autos zu. Sehr viele Autos, die wir nehmen können. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja. Es gibt welche, mit denen kann ich ganz gut fahren. Da gibt es welche, mit denen klappt es nicht so. Wie zum Beispiel der. Mit denen klappt es einigermaßen. Den klappt es eigentlich ganz gut. Mit denen nicht weniger. Ja. Mal gucken noch mal weiter. Da gibt es noch viele Autos, die ich noch nie gefahren bin. Aber mit denen klappt es eigentlich auch ganz gut. Das ist der in der Horizon Edition. Wollen wir den mal nehmen? Komm, wir nehmen den mal. Ja, da fahren wir den mal. Ich bin noch nie gefahren. Oder doch mal kurz, um von A nach B zu kommen. Aber sonst noch nie. Und nehmen wir den mal komplett schwarz. Mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt. 25 Runden. Im Nissan GT-R. Gab es da noch einen Namen? Ich weiß es nicht. In der Horizon Edition. Schön. Aber wir hatten vor ziemlich langer Zeit, hatten wir da mal so ein Rennen gehabt mit denen. Und das war eigentlich nicht schlecht. Also der fuhr sich damals schon ganz gut. Okay, wird jetzt. Ja, wird jetzt ein Weilchen gehen, das Video. Ist jetzt ein Rennen. Mal gespannt, wie es wird. Okay, ich hole wieder meine Kamera raus. Ihr kennt das, wenn ich ein Auto lange nicht gefahren habe. Denn wir haben jetzt den Kameramodus freigeschalten. Keine Ahnung, wie der heißt. Und da können wir mal Fotos machen von Autos und kriegen dafür Geld. Das macht sich immer ganz gut. Und wir haben schon einige gefunden. Gehen wir nach hinten. An der Zahl sind es 89 Stück und insgesamt sind es 344. Ich glaube so ungefähr. Also wir haben schon einige gefunden, aber die Liste ist so lang, denn wir brauchen ein Foto von jedem Auto. Deswegen versuchen wir viele verschiedene Rennen zu machen, um die Liste schnell möglich voll zu kriegen. Okay, aber nicht weiter viel erzählt, sondern einfach mal Rennen fahren. Ach, 434, da war ich aber jetzt gerade ein bisschen zu wenig. Okay, wir haben Zeit, brauchen da, können da uns ruhig ein bisschen. Ist das ein Opel? Oder ein alter Biber? Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Haben Zeit, deswegen können wir ganz ruhig machen, aber ja, ihr seht, 25 Runden, erste Runde geschafft, vierter Platz. Und Luft nach oben ist noch ein bisschen, aber nicht allzu viel. Okay, sind jetzt erste und ich bin mal gespannt, wie viel wir überholen oder überrunden. Auto liegt mir ganz gut. Und das Nummernschild ist ja auch cool. In Schwarz gehalten mit leicht Gold, also es hat schon was. So, zweite Runde. Wir spulen das jetzt mal alles ab, machen mal unser Standardprogramm und fahren einfach mal das souverän Runde für Runde nach Hause. 25 Runden Rennen bin ich so noch nicht gefahren. Wir hatten letztens Meisterschaft mit 5 Runden. Die war auch schon ein bisschen, aber jetzt hier bin ich mal gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall ist die Strecke gut, die geht ganz gut. Es gibt schlimmere, bescheidenere Strecken, die ich glaube, die ich lange fahren möchte. Aber die geht eigentlich gut von der Hand. Okay, die Lücke zum zweiten ist schon ein bisschen größer. Sieht ja auch drin anders aus. Nein, ich glaube, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Aber so sitzt es drin.
Zeitweise bin ich mal so gefahren, aber ich dachte, ich wollte ein bisschen ins Auto sehen, ein bisschen die Landschaft, das macht sich von den drin nicht schlechter. Deswegen habe ich das eigentlich gewechselt. Und nebenbei ist mir dann auch das im Cockpit fahren ein bisschen ungewohnter. Aber wir hatten dann gleich einen Rückspiegel, den hatte ich in der Außenperspektive nicht. Da muss man da den Stick zurückbewegen. Kleiner Verbremser, schade. Ich weiß nicht, sind wir schon ein bisschen weiter weggekommen von ihnen? Hier ist nicht noch ein paar Überrunder. Das möchte ich gerne schaffen. Nicht, dass es irgendwas bringt, aber... Warum nicht? Ah, wieder ein bisschen abgekommen. Zeitweise bin ich ja mal so gefahren, aber das ist gerade am Start, wenn es ein bisschen eng zugeht, ist das ein bisschen schlecht. Da hat man nicht so viel Umsicht. Man ist ja auf dem Boden, was natürlich so nah an der Strecke ist und das sieht bestimmt auch ganz gut aus, wenn man dadurch gegen Pfützen fährt oder durch Pfützen fährt. Man fährt ja nicht dagegen, man fährt ja quasi drüber. Aber am Start sieht man, es ist halt schlecht. Nein, da ein bisschen der Überblick fehlt an der ganzen Geschichte. So, hier gibt es auch noch eine Meisterschaft. Ich weiß nicht, ich kann vielleicht auch gleich noch starten. Müssen wir dann später irgendwann gucken mit den Driften. Wir haben ja eh noch viele Blitze, die wir noch fahren müssen oder halt noch. Und viele Blitzezonen, um da halt noch Gold zu erreichen. Ist mir zwar schon ab und an ein bisschen gelungen, aber der Großteil, der fehlt noch. Was natürlich auch ganz schlecht ist an dem Auto, ist der hat Allrad, der normale hat nur Heckantrieb. Und der hat Allrad, das macht es einen auch einfacher, die PS, also die Leistung auf die Straße zu bringen. Oh mein Gott, 25 Runden, da war ich aber gerade auch ein bisschen. Weiß gar nicht, geht eigentlich mehr als 25 Runden? Wenn wir sowas testen, müssen wir das auch dann fahren. Von daher. Habt ihr dazu Lust? Dann schreibt es gerne mal in die Comments oder gebt einfach mal ganz viele Daumen nach oben. Dann machen wir ein ganz langes Rennen. Aber wird ein langes Video, also da müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen. Mal gucken, wie schnell wir es da hinkriegen. Dürft ihr gerne durch Likes, ja, darstellen, aber da mal Lust drauf habt. Dann machen wir das nächste Mal irgendwann irgendeine Strecke. Vielleicht habt ihr eine Strecke, dann einfach in die Kommentare schreiben. Die und dann ganz lang. So, wir haben 7 Strecken, quasi ein Drittel, ein bisschen drüber. Ja, jetzt immer noch ein Drittel. Wo sind sie? Und jetzt sind sie schon deutlich zurück. Also wir könnten das wirklich schaffen mit den Überrunden. Guckt, sie sind am Start und Ziel und wir haben eigentlich schon die Hälfte der Strecke schon geschafft. Wenn es so weitergeht, überrunden wir die beiden und schaffen das Ganze vielleicht sogar zweimal. Mal schauen. Oh, jetzt leichter Verbremser, leichter Verbremser. Ah, schade, schade, schade. Aber wir... Ja, was ist ein Radiosender? Aber ihr seht schon, wir kommen langsam ran und das läuft schon ganz gut. Die letzten 2 haben wir gleich. Mal schauen, wann es wird. Also 3 sind
Wir sind schon die Ersten und sieht schon mal ganz gut aus, dass wir das gleich schaffen. In der 10. runter. Okay, wir haben es geschafft, wir sind auch noch einmal, aber ja, auf jeden Fall schon mal einmal besser als keinmal, deswegen geben wir uns damit zufrieden. Wir müssen vielleicht das nächste Rennen einfach mal 50 Runden lang machen. Und zwar wieder ein bisschen übers Gras. Schade. Was hat er denn für ein Auto? Ein BMW, oder? Ich glaube schon. Ach, damn. Schade. Dass da die Punkte bei so einem quasi sinnlosen Zeug wechseln. Okay, den ersten haben wir überrundet. Den zweiten, den sehen wir auch schon. Und den dritten davor sehen wir auch schon. Audi. Hashtag 2 Sport. Keine Ahnung. Das alte Quattro Monster. Also durch die Wüste jagen müssen, um an irgendeinen Punkt zu kommen. Was wir gerade so in der letzten Sekunde geschafft haben, das war natürlich ein ganzes Stückchen Arbeit. Ich glaube, das war das bis dato der härteste Löffel, den ich hatte. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das Video dazu. Okay, die ersten drei haben wir rundet, die nächsten zwei sehen wir auch schon, zumindest auf der Map ganz gut. Und nach der Kurve müssen wir die auch ja, so ein bisschen vor uns sehen. Schön. Warum nehme ich das immer zu weit drüben? Ach komm. Ist egal. Wir brauchen uns nicht zurückspulen, das ist ja, wir führen ja quasi. Und ich kann euch nicht genau sagen, wo der zweite ist, dadurch, dass ich drei überholt habe. Aber ich glaube, der ist ganz da vorne. Dann dadurch, dass die hinter uns sind und ewig weit nichts, sondern er da vorne, dann denke ich mal, dass er sich da vorne befindet. Oh, was über unten machen wir einfach. Ich glaube, wenn das im richtigen Leben passiert, dann hat man schon ein bisschen Mut. Wenn ein Ferrari von Nissan zweimal überholt wird. Im Einrennen. Und jedes Mal, ich weiß gar nicht seit wann, aber mir fällt auf, die letzten Runden, die wir lang fahren, wir fahren immer über das Gras. Der Kurve. Ansonsten geht das eigentlich, da sieht das schon mal ganz gut aus. Aber immer in der Kurve fahre ich ja nicht übers Gras. Weiß gar nicht warum. Ach, sah nicht so wie in der Formel 1, dass die Platz machen. Die haben halt ihre Linie. Verzeihung, habe ich ein bisschen unfair vorbeigedrückt. Gucken, wie jetzt die Strecke wird, wie die Kurve wird. Okay, sehen wir eigentlich, glaube ich, schon alle vor uns, oder? Da ist der fünfte, da ist der dritte. Was fährt der vierte eigentlich für ein Auto? Clement, sehe ich hier gar nicht. Nein, sehe ich es auch nicht. Schön, es gab wieder einen Fähigkeitspunkt und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt 10 haben. Aber ich glaube, wir sind in der ganzen Sache schon richtig nah dran. Der 10. Fähigkeitspunkt. Vielleicht haben wir sogar schon mehr, da können wir mehr ausgeben. Aber ich wüsste gar nicht, was ich so kaufen sollte. Beziehungsweise, ob ich das brauche. Ob ich es nutzen werde. Okay. Schade, habe ich ein bisschen rausgedrückt, aber sind die übers Gras gefahren und durchs Gras. Waren alles auf der Straße, das geht schon mal ganz gut. Ja, sind zum zweiten Mal erst. Haben alle überholt. Beziehungsweise beim ersten Mal haben nicht alle überholt, wir sind ja vom 8. Nein. Da kommt er an. Oh, das wäre es. Er überholt ist, dann ist er erster.
Wir warten natürlich nicht, was die anderen für eine Zeit haben, wenn wir dann Ziel sind. Wir starten dann einfach, machen es einfach, ne. Jetzt kommt der vorbei. Na gut, da wird es noch ein bisschen interessanter. Mal gucken, ob wir ihn noch kriegen. Der ist bis jetzt ganz gut dabei. Ah, doch, der will unbedingt vor uns bleiben. Aber gut, da haben wir noch ein gleiches Ziel und noch, da spornt es noch ein bisschen an, den zu überholen. Komm, den wollen wir schaffen. Ich weiß gar nicht, warum der Einkauf so gut und schnell vorbei ist. Leicht verbremst? Wer weiß. Wenn nicht, schubst du ihn einfach mal weg. Nein, machen wir natürlich nicht. Zumindest nicht absichtlich. Gut, das Reifenquietschen ist natürlich auch nicht so optimal, aber. Es lässt sich halt nicht verhindern, zumindest. Gelingt es mir sehr schlecht. So, wir haben noch ein paar Runden an der Zahl, weniger als 10, und auf sein 8. Ich glaube, das Reifenquietschen oder das Reifenqualm, das bringt uns nicht wirklich weiter nach vorne. Das sollte ich mal versuchen zu unterlassen. Oh, der macht gerade wirklich echt Ballett. Ihr seht, jetzt habe ich versucht, das ein bisschen zu unterlassen und ist mir auch soweit gelungen. Ich kam auch schon ein Stückchen näher dran an ihn. Mal schauen, ob es reicht, dass wir ihn nochmal überrunden dürfen. Und da gab es auf jeden Fall wieder einen Fähigkeitspunkt. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir dann Runden aufsteigen. Muss mal gucken. So richtig läuft es nicht. Weiß nicht, geben wir es auf? Nein, natürlich nicht. Wir wollen es noch schaffen. Wir wollen ihn überholen. Noch einmal. Doch leicht verbremst, sodass wir sehr weit rauskommen aus der Kurve. So. Nicht mehr 4 Runden, gleich sind noch 5 Stück, die uns trennen vom Sieg. Aber wir kommen nicht näher. Ich weiß nicht, woran es liegt. Macht gerade alles ziemlich richtig und wir ein bisschen und zumindest irgendetwas falsch. Wahrscheinlich wird es daran liegen, dass die Reifen immer qualmen und da wertvolle Sekunden verloren gehen, um da halt näher zu kommen. Der kam vorher so schnell dran, aber wenn der frei fahren kann, da ist der echt Monster. Okay, wir kommen gleich wieder in den letzten 2 an. Mal gucken, ob er da ein bisschen Zeit verliert. Genau, die betreten jetzt die Ziellinie und er ist auch gleich da. Vielleicht wird es da, dass er ein bisschen langsamer wird, dass wir ihn da schnappen können, dass wir da alle 3 überrunden nochmal. Die einen zum zweiten, den einen zum ersten Mal. Ich würde die Tour von. Ah, es sind 3 sogar. Mal gucken, wie er durchkommt. Bin mal gespannt. Vielleicht macht er auch da einen Fehler, dass sich irgendwie verbremst oder einfach mal zu weit rauskommt. Mal schauen. Wir sind gleich so weit, dass wir gleich nochmal angreifen können. Bin gespannt, wie er durchkommt. Okay, auf jeden Fall noch dahinter, das ist gut. Und ihr seht, er ist langsam geworden. Also wir sind jetzt doch schon ein ganz schönes Stückchen rangekommen. Und die helfen uns unfreiwillig. Denn er kommt auch nicht so gut vorbei und wir können erstmal ein bisschen Windschatten aufbauen. Und da versuchen. Ah, jetzt hat er es. Jetzt hat er zumindest einen geknackt.
Wir haben ihn geknackt, oder? Jep, sind vorbei. Schön. Haben wir es geschafft, haben alle Runde sogar, den einen, zwei davon und ein paar davon sogar zum zweiten Mal. Müssen wir gucken, dass wir schnell an dem vorbeikommen, weil im Verkehr hängt er fest. Oder? Nein, er ist hinter uns. Ah, schade. Ich dachte, er braucht... Hui, das war ganz gut. Das war jetzt echt nicht schlecht gemacht. Ich weiß, Eigenlob riecht ein bisschen, aber komm, das war gut. Mal gucken, dass wir noch ein bisschen vorne bleiben. Da kommen schon die nächsten zum Überrunden. Und die helfen uns auch auf jeden Fall noch ein Stückchen. Ja, ist noch nicht ganz rum. Das hat auch gerade extrem schlecht beschleunigt. Weiß nicht, wie ich sauber auf die Finger. Wer weiß. Ich will mir keine Schuld bewusst. So. Okay, jetzt. Ah, damn. Jetzt habe ich mich verbremst. Ist eigentlich egal, ob er vor oder hinter uns ist. Aber ich möchte ihn gerne hinter uns haben. Deswegen ist das gerade das, was mich antreibt. Alle zu überrunden. Okay, habe ganz vergessen, die Runden zu zählen und wir sind nur noch zwei Runden entfernt vom Ziel, beziehungsweise, ja, sind gleich in der 24. Wir kommen der ganzen Sache schon näher und er hängt immer noch, glaube ich, noch dahinter. Und dann starten wir zu dem Fahrrad zum dritten Mal. Wir gucken, jetzt kommt nichts. Wechseln wir die Spur und gehen nach innen. Und da können wir ein bisschen ausbremsen. So, da gab es wieder einen Stufenaufstieg. So einen Fähigkeitspunkt. Müssen wir mal gucken, was am Ende danach des Rennens auf der Uhr steht. Machen wir ein bisschen langsam, denn ist egal, wenn wir ihn da oder dort überholen. Okay, auf jeden Fall kann ich sagen, der Nissan GTR, er fährt sich auch ganz gut. Auch in der Horizon Edition ist das ein schönes Auto. Okay, wir sind da den sechsten. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Ich weiß nicht, ob es für die anderen reicht, aber die könnten wir vielleicht noch schaffen. Oder? Komm, ja. Ich gebe auf jeden Fall Mühe. Ansonsten, wenn nicht, dann egal. Aber komm, machen wir das halbe Rennen überrunden, beziehungsweise die halbe. Schön. Hat uns gut raus beschleunigt. Ist wirklich ein schickes Auto. Okay, und Rennen gewonnen. 25 Runden geschafft. Herrlich. Ich freue mich. Mal gucken, was wir jetzt an Punkten und hast du nicht gesehen kriegen. Und okay, ein Lotus ist das. Mhm. Wir warten natürlich nicht, wie lange die anderen brauchen, denn das wird noch ein Weilchen dauern. Wir überspringen das einfach mal. Denn die einen sind die anderen zwei Runden hinter uns. Von daher, Geld schon mal nicht schlecht. Ersten Platz 50.000. Schwierigkeitsgrad Nummer 27.000 und Aufstellung ja, Nummer 8.000. Mal gucken, erster Platz gab es 40, Fähigkeit 36 und sauberes Rennen auch 20. Okay, ja, was kann ich sagen? Also erfahrungstechnisch hat es wirklich gelohnt. Es gab insgesamt 869.000 Punkte und glaube ich, was hatten wir vorgehabt? 72? 5 Stufen aufgestiegen. Da können wir einiges drehen. Bin mal gespannt, wie viele Fans wir dazu bekommen. Durch das Rennen. Und da gab es ein... Schön. Noch ein Aston Martin. Sieht schon ein bisschen älter aus. Egal, nehmen wir auch. Und Fans? Ja, da hätten sie ein bisschen mehr sein können, aber komm, egal, gehen wir uns damit zufrieden.
Schön. Rang 3 im Club erreicht, nochmal 100.000 dazu. Läuft, würde ich sagen. Läuft bei uns. Okay, wir gucken nochmal kurz. Nein, wir machen hier, sondern wir machen hier und schauen mal kurz beim Fortschritt. Wir haben da 5 und dort über 9. Also müssen wir 10 haben. Und holen wir 18 Stück. Oh, da können wir einiges machen. Machen erstmal, dass Tuning-Teile günstiger werden. Und jetzt hier, es ist eigentlich auch egal. Nehmen wir das, weil es mit das teuerste ist. Und jetzt haben wir noch 3. Machen wir noch ein paar Hupen mit dazu. Okay, ich dachte, da wird was gesagt. Nö, komm, wir machen noch den Wheel Spin. Das Ganze geht jetzt 5 Mal und mal schauen, was wir gewinnen. Ich hoffe, dass sich das lohnt, dass wir viel Geld oder ein paar Autos gewinnen. 90.000, schon mal nicht schlecht. Aber es geht bestimmt noch besser. Mal gucken, wer noch da lose. Und es geht auch, wie ihr seht, viel, viel schlechter. Und. Sind zwar auch 100.000, aber es ist nicht der Hauptgewinn. Da hätten wir jetzt 200.000 gewonnen. So, jetzt gibt es noch mal ein Shelby. Schön. Ich weiß gar nicht, habe ich noch eins? Noch eins. Yay, Hauptgewinn. Preis einsammeln und loskaufen. Nein, möchte ich ja nicht. Okay, ja, was bleibt zu sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben richtig viel Geld bekommen. Das war schon mal nicht schlecht. Und das Rennen hat sehr viele Erfahrungspunkte gebracht für Stufenaufstieg und alles sowas. So, unterm Strich war es ganz erfolgreich. Ich war zwar nur ein Rennen im Video, aber es war ein großartiges Rennen. Wir sind gut gefahren. Unsere Gegner haben gut mitgemacht. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das ganze Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das ganze Video kommentiert und vor allen Dingen auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kochi. Bye.